Männer verstehen, was meint er, wenn er sagt? Heute ist wieder Petra antwortet. Also ich antworte direkt auf eure Fragen. Wenn du auch möchtest, dass ich deine beantworte, schreib sie mir einfach unter dem Video. Jetzt eine echt spannende Frage von Isabel. Isabel sagt, liebe Petra, danke für deine Videos, sie sind sehr hilfreich. Sie hat mit einem Mann Kontakt und hat sich die Frage gestellt, was will der eigentlich von mir? Das kennen wir, oder? Er hatte ihr eine Zeit lang nicht mehr geantwortet und sie hat dann auch die Kommunikation komplett eingestellt. Gut gemacht. Toll. Das war richtig so, dass du ihm nicht hinterhergelaufen bist. Und jetzt kommt's. Nach 3 Monaten kommt jetzt plötzlich eine WhatsApp-Nachricht und da schreibt er, du bist toll und ich wünsche dir einen genialen Freitagabend. Und sie hat dann einfach geantwortet, vielen Dank. Und jetzt fragt sie sich, was soll ich da denken und wie soll ich mich weiter verhalten? Schau, liebe Isabel, was dir hier passiert ist, ist großartig. Das ist perfekt, ja, perfekt. Du hast das super gemacht. Er hat aufgehört zu schreiben, du hast aufgehört zu schreiben. Das war absolut genial. Dann kommt nach 3 Monaten die Nachricht, du bist toll. Weißt du, was das heißt, Isabel? Der hat 3 Monate über dich nachgedacht, der hat sich 3 Monate lang überlegt, wie er dich kontaktieren soll und dann ist ihm nichts anderes eingefallen, als zu sagen, du bist toll und ich wünsche dir einen genialen Abend. Das finde ich so süß. Oh, der ist in dich verliebt, Isabel. Der mag dich, der will was von dir und er hat Angst, dass er bei dir abblitzt. Der hat Angst, dass du ihn nicht so magst, dass er nicht gut genug ist. Also, das ist eine echt, echt, echt gute Situation. Ich glaube, viele Frauen, die jetzt zusehen, wünschen sich, dass sie auch so eine Nachricht kriegen. Was kannst du jetzt tun, meine Liebe? Relax, entspann dich und schreib mal wieder was Nettes zurück. Versuch, das Gespräch anzukurbeln. Vielen Dank zu sagen, war nett. Du hast es auch vielen Dank mit einem Smiley. Das war schon ganz nett, das war schon ganz gut. Aber jetzt, der ist schüchtern ein bisschen und sie schreibt mir hier auch, er ist sehr intelligent, sehr gebildet, beruflich sehr erfolgreich. Ja, das heißt nicht, dass er auch in Beziehungsthemen so gebildet und erfolgreich ist, weißt du? Bildung hat man meistens in bestimmten Bereichen und nur weil einer ein super erfolgreicher Unternehmer ist, heißt das nicht, dass er auch ein super erfolgreicher Frauenkenner ist. Also, dieser Mann braucht ein bisschen Unterstützung beim Flirten. An deiner Stelle würde ich ihm jetzt zum Beispiel ein hübsches Foto von mir schicken oder ein Foto an einem schönen Ort und einfach schreiben, liebe Grüße von sowieso. Wichtig ist jetzt für dich, dass du das Gespräch irgendwie am Laufen haltest. Sei positiv und bitte gib ihm mehr Signale. Gib ihm mehr Flirtsignale. Zeig ihm mehr, dass du ihn interessant findest. Wenn du ihm ein Foto schickst, mach es vielleicht mit rotem Lippenstift oder irgendeinem roten Oberteil, denn die Farbe Rot regt bei Männern auch den Jagdtrieb wieder an. Und schreib ruhig spielerisch und anregend. Dieser Mann wartet nur darauf, von dir ein klares Signal zu bekommen. Und es geht nicht nur Isabel so. Wir erleben das oft im Coaching, dass Frauen aus Unsicherheit heraus dem Mann keine eindeutigen Signale senden. Das heißt, dass sie vielleicht auch gar nicht wissen, wie zeige ich ihm, dass ich eigentlich Interesse habe? Wie zeige ich ihm, dass ich ihn wirklich gut finde? Wenn du wissen möchtest, wie du jetzt in so einer Situation am besten schreiben kannst, dass er auch versteht, dass du Interesse hast, dann ist der SMS-Workshop genau das Richtige für dich. Schau dir das gleich an und probier das mal aus. Du wirst sehen, auf diese Nachrichten reagiert er sofort. Also dann, lass es dir gut gehen und viel Spaß beim Flirten.